Hallo und herzlich zurück zu Towns. So, viel geschafft letztes Mal. Hoffe, diesmal wird es ähnlich gut, ähnlich erfolgreich. So, Bäume. Ist die Frage, sollen wir vielleicht so einen Wald herinnen wachsen lassen innerhalb der Stadt, dass wir nicht da und rauslaufen müssen? Ja. Wir bedienen uns da mal direkt vor der Stadt, vor dem Eingang der Stadtmauer. Und da laufen schon alle los. Nein, wir brauchen das Holz, ja. Da unten liegt zwar noch einiges rum. Aber näher ist in dem Fall, glaube ich, besser. Wisst ihr was? Ich mache da jetzt doch noch fertig. So wie ich mir das vorgestellt habe. Dass da nicht kreuz und quer gelaufen wird. Bekommen die jetzt da alle ihre versprochenen Türen und Wände. Haben sie sich definitiv inzwischen verdient. So. Und so schnell wie die Stadtmauer gebaut haben, sollte das ja kein Problem sein. Und man sieht dann vor allem endlich auch einmal, wie ich mir das vorgestellt habe überhaupt, wie die Wohnungen ausschauen sollen. Nämlich so. Fehlen jetzt noch die Türen, aber kommt auch noch. So. Habe ich da jetzt alles? Ich glaube. So, und selbes hier noch. Da ist ja schon eine Straße durch die Wohnung. Hoppala, so. Weg mit dem. Okay. Gut. Was da alles in den Wohnungen kreucht und fleucht. Kühe, Schweine, Vögel habe ich jetzt schon lange keine mehr gesehen. So, jetzt sind sie wieder hungrig. Alle beim Essen. Heißt, wir müssen den Essraum auch mal ausbauen. Sollen wir ihnen das auch noch gleich gönnen, dass es vollständig ist. Und für 24 Leute muss jetzt nicht unbedingt sein, aber für ein paar mehr. Na wohl. Wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich. So. Und passt. Ja. Sehr gut. Stein ist fast aufgebraucht. Jetzt ist natürlich die Frage. Sollte man das gleich nutzen zum Dungeon aufräumen? Dass wir sie alle zum Steinklopfen schicken. Also man sollte gezielt mit Soldaten machen. Schaut dann aus mit dem Waffenbestand. Ah, ist wieder einiges dazugekommen. So. Aber kein Eisenlangschwert noch. Wir unsere potenziellen Soldaten nochmal durchschauen. Hat alles. Okay. Hat keine Schuhe. Darf sich welche holen gehen.
So, wie schaut's da aus? Hat auch alles, sehr gut. Auch bis auf Steinspeer, was mir nicht so gefällt, aber okay. Da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. Genau. Dann werden wir einfach Auto-Equip machen bei der Joseline. Gibt es da eigentlich irgendwo eine Übersicht? Das wäre noch toll. Also, liebe Programmierer, beziehungsweise liebe Mitspieler, Zuschauer, was auch immer, die da ein bisschen Kontakte haben zu den Programmierern, gibt es den einen oder anderen. Ich wünsche mir eine kleine Tabelle, wo ich sehe, wer wie ausgerüstet ist. Wäre eine tolle Sache. So. Da fehlen auch noch die Schuhe. Machen wir es einfach über Auto. Die Joseline hat auch noch keine Lust, sich das Zeug zu holen. Geht vorher lieber essen. Ja, und wenn da alles fertig gebaut ist, ich verspreche es, dann gehen wir runter in den Dungeon. Ist nur die Frage, holen wir sie alle oder schicken wir wirklich gezielt Soldaten? Also ich hätte fast eher die runtergeschickt, die gut ausgerüstet sind oder die zu Soldaten konvertiert. So, Stein ist schon wieder aus. Ja. Von dem her wäre es eine gute Gelegenheit, das natürlich zu machen, zumindest beim Teil vom Dungeon. Wobei Teil ist da schwierig. Ja, da. Das wäre so ein eigener, mehr oder weniger abgeschlossener Bereich, wo nur hier ein Durchgang ist. Sonst könnten wir da mal durchbrechen. Ah, passt mir alles irgendwie nicht. Nicht mal alle eine Waffe. Aber wenn Eisen geholt wird, das ist ein gutes Zeichen. Es geht dann sogar die Kohle aus. Auch ein gutes Zeichen. Jetzt haben sie anscheinend wirklich Zeit zum Waffenherstellen. Das ist sehr gut. Ah, da hat gar keiner mehr Platz. So hat einen Platz. Haben wir zwar nur 3 von 4 Felder. Okay, da könnte man eigentlich unterirdisch auch Kohle abbauen. Ah ja, da ist wieder so ein Spider, der sich ein bisschen nach oben gewagt hat. Ja, passt. Jetzt lassen wir sie noch alles fertig bauen und dann, wenn das erledigt ist, dann machen wir es, glaube ich, wirklich nochmal mit der üblichen Methode und geben einen Abbauauftrag und schauen, dass alle runterrennen, oder? Ah, ich kann mich so schwer entscheiden. Kann mich schwer entscheiden. Soldaten. Ich mach's mit Soldaten. Ich hab's noch nie so gemacht. Darum bietet sich das an, das jetzt mal zu probieren. So, Stein ist aus. Lass ich jetzt aber mal aus. Einfach damit sie sich um andere Sachen kümmern. Gibt ja genug anderes zu tun. Eben zum Beispiel Waffen herstellen. Ah, jetzt hat man ein paar Langschwerter wieder. Da sehe ich schon den Kandidaten. Die Frage, muss man vorher überhaupt anequippen? Vermutlich nicht. So.
Hat der sonst? Jetzt machen wir einfach Auto. Soll sich noch holen, was ihm fehlt, falls es überhaupt da ist. Ja, ich weiß ja, ob das so eine seltsame Mischung zwischen Auto-Equip und manuellen. Mal so, wie es mir gerade besser passt. Sollen wir sie schicken? Was meint sie denn? Ich hätte gesagt, ja. So, da ist noch jemand, der eine bessere Waffe braucht. Und dann werden wir ein paar Soldaten machen. Passt. Das machen wir jetzt nach halbwegs optischen Maßstäben. Wer da gut ausgerüstet ist, wird jetzt Soldat. Zumindest für den Moment. Sieben Stück. Wer wäre da noch geeignet? Zehn. Ja, zehn klingt gut. Dann schauen wir mal, wo die jetzt alle hinlaufen. Zuerst mal vermutlich die ganzen Froggies aufräumen. Aber auch gut. Mit Essen in der Hand. Ah, doch nicht. Vorher essen gehen. Nochmal schnell umentschieden. Aber das passt, dann haben wir die auch mal los. Und dann schätze ich mal, werden sie in den Dungeon sausen. So. Die hat irgendwie noch keine Waffe. Was nicht so gut ist. Na, ja, mit der Hand ist das echt ein bisschen anstrengend. So, da sind sie unterwegs. Ja, jetzt werden wir uns das mal anschauen, wie erfolgreich die Aufräumaktion ist. Hier sind wir zu dritt, aber da kommt schon Verstärkung. Ja, alle gut ausgerüstet. Sollten sie schon halbwegs weit kommen. Solange sie so halbwegs zusammenbleiben, sollte es eigentlich gut laufen. Was sie jetzt im Moment gerade nicht mehr tun. Warum auch immer. Also ein bisschen die Hitpoints mal im Auge behalten. Ja, mir wäre es da schon lieber, da wären ein paar mehr unterwegs, ehrlich gesagt. Ja, solange sie fit sind, passt das schon, aber da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Die verteilen sich nämlich gerade ordentlich.
So, sorry, wenn ich gerade wenig rede, aber ich probiere gerade irgendwie die Übersicht zu behalten. Vor allem ist ja sicher auch irgendwo die Spider-Queen normalerweise rum. Die müssen wir auch aufpassen. Oh, die Jocelyn, der geht's nicht mehr so gut. Die werden wir mal wieder zum Zivilisten machen. Da passt noch alles. Da auch. Da halbwegs, ja. Okay, die sind jetzt zu dritt unterwegs, das ist gut. So, ich hoffe, die Jocelyn geht jetzt gleich mal nach Hause, aber jetzt besteht eine gute Chance. Nein, die kämpft lieber weiter. Nicht so gut. Gegen die Spider-Queen, das ist schlecht. Ah, hat sie glatt besiegt. Aber mir wäre trotzdem lieber, die wird jetzt langsam aufhören, da geht es nämlich echt nicht mehr gut. Ja, okay, jetzt bekommt sie Verstärkung. Werden wir doch nicht etwa den Dungeon da aufräumen, aber müssen wir ein bisschen aufpassen. So, den werden wir auch mal wieder heimschicken. Oder wir schicken jetzt einfach. Oh, Silber. Wir schicken jetzt einfach mal wieder alle für den Moment. Haben wir ja schon einiges geschafft da unten. Falls ich selber ich heißt das. Obwohl, die wären dann noch zu dritt. Und eigentlich noch alle im recht guten Zustand. Die sollen wir noch ein bisschen weiterkämpfen. Ja, und solange sie immer zu zweit oder zu dritt unterwegs sind, passt es eh super. Möcht nur nicht, dass man da jemand stirbt. Und es ist noch, der Dungeon ist noch groß. Passt, na, jetzt müssen wir wieder alle nach Hause gehen. Wir haben eh schon gut was aufgeräumt. Super. Ja, etwas wegbekommen. Also, der Bereich hier fehlt noch, der wäre allerdings nicht mehr aufwendig und dann der ganze rechte Teil da noch. Heißt fast die Hälfte geschafft. Ja, und den könnten wir uns eventuell holen, mit alle zum Graben schicken. So viel Risiko könnte man eigentlich eingehen. Stein brauchen wir eh, dann machen wir das. Dann graben wir uns da durch. So. Und sobald der Durchbruch geschafft ist, haben sie darüber schicken zum Graben. Okay.
Gerade und gerade nicht. Naja, eigentlich könnte man schon durchgehen, diagonal geht ja. Ja, dann lassen wir sie ein bisschen bauen, wenn das so ist. So, jetzt mal ein bisschen was fertig machen wieder. Der eine oder andere muss ins Krankenhaus. Und ein paar Türen fehlen ja auch noch. So. Ja, bin schon gespannt, was da alles gedroppt wurde. Müssen wir uns noch ein bisschen durchschauen. Der ein oder andere Ausrüstungsgegenstand und vor allem so viel Spider-Read, dass wir endlich Spider-Read-Waffen machen könnten. Zeit wär's. So, haben wir noch Holz? Vermutlich nicht. Von da unten werden wir alles geholt haben mittlerweile. Ah, nicht mal. Dann bitte, sollen Sie das machen? Sonst liegt das da ewig rum. Ich glaube, das war noch von meiner Siege-Aktion, wo ich sie da alle runtergeschickt habe zum Holzfällen. Ja, und ich hätte fast wieder Lust auf mehr Einwohner, so langsam aber sicher. Ah, Essraum ist vollständig, sehr schön. Jetzt laufen sie alle da durch. Oh, Waffenschrank wieder gut gefüllt. Sehr gut. So, nach und nach sind ja alle ausgerüstet. Wer will noch? Ja, schaut alles ganz gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wir haben noch eine Folge übrig bis zum Season-Ende. Bin ja gerade echt beim Überlegen, ob man nicht doch noch ein bisschen weiterspielen soll mit der Map. Zumindest ein, zwei Ebenen noch tiefer. Muss ich mir selber überlegen. Muss ich mir selber noch überlegen. Jetzt als erstes mal sowieso Pause. Das muss jetzt mal sein. Bisschen Townspause. Gefällt mir super das Spiel nach wie vor. Und freue mich auch, dass gut was weitergeht. Aber trotzdem ist intensiv. Vor allem, wenn man schon den dritten Durchlauf hat. So, dann probieren wir das jetzt noch zum Abschluss. Den Teiler fertig aufräumen. In der Hoffnung, dass da ein paar kommen, sich dem annehmen. Ja, da strömen sie schon runter. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Sehr gut. Dann ist er hoffentlich auch fertig aufgeräumt. Sind jetzt zwar nicht alle sehr gut ausgerüstet, aber teilweise gar nicht ausgerüstet. Aber die Masse soll's machen. Oder auch nicht. Oh, das sind viele Slimes. Rose the Mad Bully. Seit wann haben denn die Zusatznamen? Gar nicht so aufgepasst. Oder bekommen die die erst im Laufe des Spiels? Gute Frage.
Ja, nichtsdestotrotz machen wir an der Stelle wieder mal Pause. Ja, fein gekämpft, hat mich gefreut, dass wir es das auch mal ein bisschen wieder gemacht haben. Die Wohnungen sind auch fast fertig geworden. Ja, kann man sich nicht beklagen, denke ich. Super. Passt. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für dich und baba.